Das Gameplay ist geil, das Feeling ist geil, es ist einfach alles geil. Advanced Warfare wird für mich, wird hundertprozentig das beste COD, was es jemals gab. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, da könnt ihr skeptisch sein, wie ihr wollt. Tja Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten Call of Duty Advanced Warfare Gameplay im Hintergrund. Und wir spielen ein bisschen, beziehungsweise ich spiele ein bisschen Abschuss bestätigt auf der Map Comeback. Und ja, ich kann euch schon mal gleich vorweg geben und vorweg sagen, ich werde hier auf dem ersten Platz kommen. Ja, ich war hier in dieser Lobby der beste Spieler. Und ja, es gibt ein paar Infos heute in diesem Gameplay. Natürlich auch hier in Full HD 60 FPS werdet ihr das Ganze hier sehen. Und ja, ich werde euch jetzt ein paar Infos noch ein bisschen zu Advanced Warfare geben und auch ein bisschen Zukunftspläne, was ich mit COD habe und was ich vom Spiel generell halte. Ich habe ja gestern schon eigentlich 12 Stunden ungefähr gezockt. 10 Stunden circa um den Dreh rum habe ich schon gezockt. Denn Giorgio kam irgendwie auf die Idee, komm, lass uns durchmachen. Ja, wir haben dann ungefähr 26 Stunden durchgemacht. Und ja, ich habe währenddessen halt eben die ganze Zeit COD gespielt, Advanced Warfare halt eben. Und ich finde es einfach verdammt geil. Ihr wisst bestimmt, ich habe bis jetzt eigentlich nie COD auf den Kanal gebracht. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es in den letzten Jahren nie gespielt, weil die ganzen CODs für mich irgendwie alle irgendwie Copy and Paste waren. Und mir hat nichts wirklich gefallen. Und dann alle Skeptiker da draußen, ja, und alle Battlefield-Spieler und so weiter, die sagen, COD ist nichts für sie. Schaut euch Advanced Warfare an. Ja, es hat dieses typische COD-Feeling ohne schon, ja, das Geile, aber es ist einfach nochmal geiler, nochmal schneller, nochmal besser. Die ganzen Jumps, wie ihr sie hier auch seht, die Movements, die Maps sind alle wirklich verdammt geil. Ich habe bis jetzt keine einzige Map gefunden, die irgendwie scheiße ist. Mir haben alle irgendwie gefallen. Alle waren Hammer, die Waffen sind geil. Das Gameplay ist geil, das Feeling ist geil, es ist einfach alles geil. Advanced Warfare wird für mich, wird hundertprozentig das beste COD, was es jemals gab. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, da könnt ihr skeptisch sein, wie ihr wollt. COD Advanced Warfare ist das geilste COD überhaupt. Ist einfach so. Ja, wenn ein Battlefield-Spieler, der COD-abstinent war für mehrere Jahre, wieder zurückkommt zu COD, mein letztes war Modern Warfare 2, oder das ist Ewigkeiten her, und seitdem habe ich nie wieder ein COD angerührt, ja, und dann sagt, COD ist geil, dann ist es geil. Es ist der Hammer. Ich lieb's einfach. Ich werde jetzt auch mir extra eine Xbox One heute noch kaufen. Ja? In der Advanced Warfare Special Edition. Da gibt's auch noch dann gleich später im Laufe des Tages ein Unboxing davon. Ja, weil die Konsole, die ist einfach mega, mega geil. Das Design der Controller, alles. Und ja, ich werde mir die Xbox One halt eben kaufen, um mit Giorgio auch gemeinsam und mit ein paar Kumpels da eben spielen zu können, streamen zu können, aufnehmen zu können auf der Xbox One halt eben. Und ja, da werden viele Streams kommen. Wie gesagt, viele, viele Gameplays, viele Commentaries, viele Live-Aufnahmen, auch mit dem Giorgio zusammen. Werden wir da einiges machen, denke ich, und aufnehmen und streamen und so weiter. Es wird einfach geil. Es wird einfach mega, mega geil. Ich freue mich schon übelst drauf. Ich werde es auf beiden Plattformen zocken, auf PC und auf Xbox One, weil ich finde es auf beiden geil. Ja, ich finde jetzt irgendwie nicht, dass es irgendwie auf der Konsole schlechter zu spielen ist als auf dem PC. Es macht sogar irgendwie Bock, weil du bist sogar irgendwie noch chilliger am Sitzen mit dem Controller. Ja? Du hast alles griffbereit und es macht beides einfach Fun. Man kann nicht sagen, das oder das ist besser. Beides hat Vor- und Nachteile. Ja? Ist einfach so. Und man muss selber für sich entscheiden. Und ich möchte mich nicht limitieren. Ich möchte auf beiden Konsolen vorhanden sein, also auf beiden Plattformen besser gesagt und auch auf beiden auch spielen. Und es macht mit dem Controller genauso Bock. Ja? Es macht mit dem Controller einfach genauso Bock. Ist halt ein anderes Feeling, aber auch ein geiles. Ja. Und ich war früher reiner Konsolenzocker. Ja, in meiner früheren Zockerkarriere, ungefähr vor 10 Jahren. Ja, da war ich, vor 9 Jahren, da war ich reiner Konsolenzocker und habe den PC eigentlich gemieden und gehasst sogar. Und bin dann komplett auf PC übergestiegen, habe Konsole fast gar nicht mehr gespielt, nur Exklusivtitel. Ja, und jetzt möchte ich wieder ein bisschen zurück mit COD halt eben zu meiner Konsolenzeit. Ja. Und halt eben ein bisschen mehr Konsole spielen. FIFA werde ich mir dann auch für die Konsole noch holen, um da auch mit dem Giorgio, mit dem Kumpel noch gemeinsam FIFA ein bisschen zu spielen und so weiter. Gegeneinander auch. Und ja, das sind halt eben so meine Pläne. Gut, was habe ich denn für Pläne auf YouTube mit COD? Ja, ich habe da einige Battlefield-Serien, wo ich auch meine Waffen das erste Mal mir anschaue und so weiter. Genau das gleiche wird es auch hier in COD geben. Auch da werde ich mir Waffen anschauen, mit denen eine Runde spielen. Ich werde mir alle Modis anschauen. Ich werde dann vielleicht auch noch so eine kleine Serie starten vom Noob zum Pro oder irgendwie sowas. Oder vielleicht ein Road to Commander oder irgendwie. Könnt mir auch gerne in den Comments reinschreiben, was ihr sehen möchtet von mir in Advanced Warfare. Ja, ob ihr da vielleicht irgendwelche Ideen noch habt, die ich noch gar nicht weiß. Ja, ob ich was man da alles machen kann. Könnt ihr mir gerne alles reinschreiben, was ihr irgendwie von mir sehen möchtet, was ich noch machen soll. Ich bin da doch ein bisschen unschlüssig, aber es wird viel geben.
Ja, und jetzt bin ich hier am Sabbern schon. Also auf alle Fälle werde ich halt eben mein erstes Mal machen mit den ganzen Waffen, dann auch Reviews und dann auch klassische Commentaries, wie ich halt die Waffen spiele, wie sie zu spielen sind und so weiter. Und ich habe auch gesehen, mittlerweile zum Beispiel hier spiele ich ja die AK-12G. Es gibt mehrere Varianten von der AK-12. Es gab dann noch eine, also die normale AK-12, dann die AK-12G und dann habe ich noch eine dritte freigeschalten in Weiß, die dann auch wieder andere Wertungen hat, beziehungsweise andere... Wie nennt man den Scheiß? Andere Statistiken oder... Ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Andere Werte halt eben von dem, was ihr halt eben kann, ne? Präzision und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Und ja, für alle, die sagen, ich bin ein COD-Noob, ich bin es im Moment, ja? Ich bin im Moment wirklich noch ein COD-Noob. Und wie gesagt, es ist seit Jahren mein erstes COD und ich habe eben vor, vom Noob zum absoluten COD-Pro zu wechseln, ne? Aber Battlefield wird natürlich auch weitergehen. Ja, Battlefield mache ich genauso wie davor. Da habe ich auch immer noch vor, alle Waffen auch dort vorzustellen, alle zu machen. Live-Commentaries, meine Road to All Attachments wird es da auch geben und so weiter. COD ist halt eben jetzt ein weiteres großes Projekt auf diesem Kanal, was halt eben mit FIFA und Battlefield halt eben weitergehen wird. Ja. Weil ich liebe dieses Spiel einfach. Ich habe es, wie gesagt, wir haben durchgemacht und ich habe ungefähr 10 Stunden nur COD gespielt. Ich bin heute in der Früh aufgestanden. Das erste, was ich gemacht habe, war wieder COD anschmeißen und wieder COD spielen. Einfach nur verdammt geiles Spiel. Wirklich, ohne Witz. Leute, wenn ihr irgendwie denkt, COD ist scheiße und seid skeptisch oder sonst irgendwas, ja, Advanced Warfare haut einfach nur noch rein. Und ich muss ehrlich sagen, es macht mir im Moment mehr Spaß als Battlefield. Ja? COD macht mir im Moment einfach viel mehr Spaß als Battlefield. Vielleicht habt ihr es auch ein bisschen bemerkt, wenn ihr meine Battlefield-Videos gesehen habt und schaut, dass ich eigentlich eh nur Domination, Team Deathmatch und Chainlink spiele. Ja, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich bin kein Battlefield-Spieler, der mit Fahrzeugen spielt oder irgendwas. Ich bin immer schon der Spieler gewesen, der Action braucht, ja, der kleine Maps mag, der Action haben will und zack, zack, bam, bam. Ey. So bin ich. Ja, wie John Condon dann, weißt du, auf die Fresse. Und genau das ist halt eben COD. Ja, der COD ist kleine Maps, Action, zack, zack, Vollgas. Ja, und genau das ist das, was ich mag. Ja, und für alle, die auch sagen, ja, es ist doch Titanfall 2.0. Ja, irgendwo kann man auch sagen, ja, es ist ein bisschen, es geht ein bisschen in Richtung Titanfall. Vom Movement her, vom Spielgefühl jetzt nicht so ganz, es ist schon noch COD-lastig, aber es hat schon so ein bisschen den Titanfall-Touch, auch wegen die Sprünge halt eben. Es gibt keine Wallrides oder so, das gibt's nicht. Aber es hat schon so ein bisschen den Titanfall-Touch, ja. Aber dass Titanfall reinster Dreck ist, braucht man gar nicht sagen. Das weiß jeder. Titanfall war einfach ein Dreckspiel. Und Advanced Warfare hat sich eben das Gute, was in Titanfall war, ein bisschen zu Herzen genommen, ein bisschen vielleicht auch abgeguckt, aber was überhaupt nicht schlimm ist. Abgucken ist sowieso Blödsinn. Wer sagt irgendwie, die haben irgendwas abgeschaut oder so. Bullshit, weil die haben was Eigenes draus gemacht, ja, mit den Exoskelette und alles. Das Movement ist einfach geil, wenn man auch hier im Hintergrund sieht. Es ist ein geiles Game. Also ich würde sagen, das ist bisher der beste Shooter. Ja, traue ich mich zu sagen. Es ist bis jetzt der beste Shooter, der rauskam. Ja, ich find Advanced Warfare sogar in gewissen Teilen bisher spaßiger als Battlefield 3 und 4. Ja, muss ich zugeben. Und ich bin ein Battlefield-Fanboy. Ja, und ich muss zugeben, COD rockt einfach ordentlich. Ja. Aber keine Sorge, wie gesagt, Battlefield wird weiterhin von mir gespielt und gestreamt, 3 und 4. Im Moment ist aber ein bisschen mehr der Fokus auf Advanced Warfare. Ich werde einfach jetzt mehr Advanced Warfare machen und mich da ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, ich bin noch ein COD-Noob halt eben, aber das wird noch geändert im Laufe der Zeit. Ne? Und wie ihr seht, das ist ja ein Gameplay von mir hier im Hintergrund. Und wie gesagt, ich war am ersten Platz. Ne? Ich war der Erste hier. Ich war hier der beste Spieler in dieser Lobby und bin ordentlich abgegangen. Also mittlerweile bin ich da schon ganz... gut eingespielt und ich bin jetzt auch gespannt, wie es auf der Xbox One sein wird. Ich habe ja auch hier mit dem One-Controller kurz am PC gespielt. Hat auch Bock gemacht, nur hast halt nicht so viele Chancen gegen andere mit Maus und Tastatur. Ja, ist einfach so, du hast immer so einen kleinen Nachteil. Mit viel Übung geht's natürlich, aber auf der Xbox One mit anderen Leuten, die halt eben auch auf der Xbox One spielen, die gleichen Voraussetzungen haben wie du, ist es natürlich um einiges besser. Aber ich werde, wie gesagt, so eine kleine Mischung machen, ja, ein bisschen PC spielen und aufnehmen und ein bisschen Xbox One spielen und aufnehmen und dann mache ich vielleicht eine eigene Serie auf der One und eine eigene Serie, die ich nur auf dem PC mache und so weiter. Also erwartet euch mal auf jeden Fall ganz, ganz viel COD Advanced One.